Wir wollen endlich wieder Freude bringen. Unter diesem Motto versammelten sich am Samstag rund 100 Schaustellerinnen und Schausteller der Region. Tyra Kunstmann ist eine von ihnen. Die 25-Jährige führt seit 2016 einen Familienbetrieb mit zwei Geschäften, einem Süßwarenladen und einem Imbiss. Die erneute Absage ist für die Schaustellerin eine extreme Belastung. Wir haben halt aktuell nur kleine, wenige Aussichten auf eine Zukunft, was sich ein bisschen schwierig gestaltet, nicht nur finanziell, sondern hauptsächlich auch emotional, weil Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Schaustellerberuf oder diese Berufung auszuüben, dann ist es nicht einfach nur ein Beruf, den man sich da aussucht, sondern es ist tatsächlich eine Lebenseinstellung. Seit Ende 2019 können die Schaustellerinnen und Schausteller nicht mehr auf Volksfesten arbeiten. Ein Großevent in der Region hätte eigentlich letzten Samstag begonnen. Der Schaustellerverband eröffnete dennoch die Saison. Normalerweise ist am Ostersamstag ja die Eröffnung des Nürnberger Frühlingsfestes. Und gleichzeitig ist es für die meisten Kolleginnen und Kollegen der Start in die neue Saison. Und das haben wir gedacht, ist ein passender Anlass, erstens mal auf die Situation der Schausteller hinzuweisen, sie in die Seele blicken lassen und gleichzeitig im Prinzip eine symbolische Volksfesteröffnung mit der Hoffnung, dass wir endlich an den Start gehen können. Als Ersatz für das Frühlingsfest ist das sogenannte Nürnberland geplant, ein kleiner Freizeitpark auf dem Volksfestplatz. Mit einem umfassenden Hygienekonzept soll der Park ab Mai besucht werden können. Dennoch bleibt die Frage, ob ein solches größeres Event während der Pandemie überhaupt möglich ist. Also das kann erst stattfinden, wenn die bayerische Staatsregierung es erlaubt, dass Freizeitparks öffnen dürfen. Und dann werden wir entsprechend das Nürnberland wie einen mobilen Freizeithub gewerten und auch genehmigen. Zusätzlich unterstützt die Stadt Nürnberg die Schaustellerinnen und Schausteller. Mit ermäßigten Platzmieten und finanziellen Zuschüssen soll der Branche geholfen werden. Für Tyra Kunstmann heißt das, endlich wieder loslegen zu können. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendein Format zu finden, womit wir halt dann trotzdem so ein bisschen das aufzeigen können, was unseren Beruf eigentlich ausmacht? Und da hoffen wir natürlich, dass das Nürnbergland, was jetzt vor der Tür stehen könnte, wo das Konzept ja auch schon auf dem Tisch ist, dass wir das natürlich dann auch ausführen können. Mit Ersatzveranstaltungen wie dem Nürnbergland sollen den Schaustellerinnen und Schaustellern Perspektiven geboten werden. Und dafür lohnt es sich für Tyra Kunstmann und die anderen weiterzukämpfen.